Okay, ich würde sagen, ich werde heute nicht zu lange streamen, aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Die Zero-Tick-Sugarcane-Farm, die ich vorhatte zu bauen, wird nicht funktionieren. 1.16 hat die gejietet. Es gibt sie noch in der Bedrock Edition, aber nicht mehr in Java. Das heißt, wir müssen umplanen, beziehungsweise ich musste umplanen. Und deshalb habe ich jetzt entschieden, dass wir brauchen ein paar Dinge. Wir brauchen Weizen, wir brauchen Kühe. Aber wenn wir keine Zero-Tick-Farm bauen können, brauchen wir eben halt die Bücher so, damit wir zumindest normale Enchantments holen können. So, das ist schon mal genug, um die Kühe anlocken zu können. Ich komme auch gerade nicht mehr drauf. Ich glaube, ein Wasserblock macht irgendwie in vier, also vier Feldern alle Richtungen, versorgt es mit Wasser. Das heißt, ich muss ein. Ja gut, das hier eignet sich natürlich auch. Ich kann natürlich auch direkt hier an den Fluss rangehen. Da mache ich nur. Fluss. Das ist ein See, bitte. Ich merke, ich bin total durch. Ich war den ganzen Tag unterwegs. Und irgendwie bin ich auch schon den ganzen Tag total müde. Eine Kuh meldet sich schon mal direkt freiwillig. Was ich auch machen muss, mich überrascht, dass ich das nicht schon längst gemacht habe. Ich habe ja alle Häuser mit Villagern drin zugeblockt. Dass ich nicht schon längst einfach Eisentüren da rein gemacht habe, überrascht mich ein bisschen. So. 2, 4, 6, 8, 12. Wow. Effektiv. Na, kommt ran. Ja, ihr müsst schon springen. Ja, kommt rein. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Aber ich kann ja mal ganz kurz hier eine zweite Linie ziehen. Ich meine, ich kann auch die da verlängern, aber ich habe es gerne übersichtlich. Wie gesagt, ich fand die Zero-Tick-Sugarcane-Farm eigentlich vorher ziemlich cool. Beziehungsweise ich mag alles an Farmen, was schön klein, effektiv, übersichtlich. Also Micro-Farms finde ich sehr cool, vor allem weil man sie halt früh bauen kann und sie einfach die ganze Zeit im Hintergrund produzieren. Na. Fuck. Du gehst wieder in dein Haus. Nein. Wo ist die Glocke? Wo ist die Glocke, wenn man sie braucht? Nein, das ist nicht dein Haus. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Das ist nicht dein Haus. Dein Haus ist da drü. Hallo? Wenn du jetzt auch in den Kaktus läufst, dann. Deshalb hasse ich Villager. Aber so kommst du nicht an dein. Warte, ist in der Schmiede. Ist da ein Bett? Habe ich das weggenommen? Ich meine eigentlich nicht, oder? Nee, aber hier war nie eins. Aber ein Grindstone ist hier. Aber ich glaube, der muss hier bleiben. Damit. Aber gut, das erklärt natürlich einiges. Wenn ich das Bett da hinziehe. So, und ich möchte, dass du jetzt wieder in deine. Wo willst du denn jetzt hin? Das ist nicht dein Haus. Das ist auch. Villager, zu doof zum Leben. Ich hol das Boot. Komm, du bist fast da.
So, das Problem ist, ich habe jetzt weder ein, habe jetzt keinen Pisten dabei. Das war eine ziemlich blöde Idee von mir. Wenn ich ihn jetzt schlage, dann habe ich den Golem am Arsch. Komm hoch. Ja. Komm, da drin ist ein Bett. Nein, 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 nein. Bleib, geh richtig rein. Was war das jetzt für eine Geburt? So, Ihmchen hat ja vergessen, dass er. Der hat auch schon wieder seinen Trade vergessen. Der hatte. Wir haben den mal dazu gekriegt, dass der Mending hatte. Jetzt hat er danach der Silk Touch. Jetzt hat er im Moment gar keine Enchantments. Also ich. In meiner privaten Hardcore-Welt hatte ich ein Dorf direkt am Spawn. Und habe nicht direkt alles zugeblockt. Und irgendwann kam eine Villager-Patrouille. Und natürlich hat keiner der Villager überlebt. Die hätten nur in ihren Häusern bleiben müssen. Pillager können keine Türen öffnen. Die hätten nur in ihren Scheißhäusern bleiben müssen, aber nein. Natürlich nicht. Boah, diese Scheißfliegen hier. Ich habe hier eine Fliege im Raum. Die ist so auf einem Level mit dieser einen Fliege aus Breaking Bad. Die nervt mega. Ich bin auch, dass das Kühe nicht irgendwann dermaßen mindert, dass sie durch Inzucht vermehrt werden. Es gibt noch was ganz anderes, was an Kühen interessant ist. Man kann alle Kühe melken. Aber statistisch gesehen ist er innerhalb von der Hälfte der Eimer, die du benutzt, nicht Milch. Jetzt läuft die Fliege gerade über den Popschutz. Sie weiß ganz genau, dass ich ihr da nichts anhaben kann. Es fliegt doch mal irgendwo hin, wo ich. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Kann ich nicht mal irgendwo hinfliegen, wo ich sie vielleicht auch erwischen könnte? Das Problem ist, Mending würde uns alleine noch nicht so viel bringen, weil wir keine XP-Farm haben. Ich meine, es gibt zwar ein paar Sachen, die immer wieder kleine Mengen XP geben, aber. Noch nicht in dem Ausmaß, wie wir es brauchen. Andererseits in dem Mesa-Biom. Ich habe schon mal, auch in der Hardcore-Welt, eine Cave-Spider-Farm gebaut. Mit drei Spawnern drin. Ich bin aber auch beim Bau bestimmt dreimal fast gestorben. Und die Viecher sind halt auch, finde ich, nicht unbedingt am besten geeignet. Aber in dem Mesa-Biom sind auf jeden Fall auch an der Oberfläche entsprechende Minenschächte. Also das wäre unter Umständen eine Option. Ich mach mal noch eine Reihe. Na komm, jetzt schlaf schon endlich. Ha! Ich glaube, ich habe sie erwischt. Scheißvieh. So, du hast entschieden, dass du nicht wieder dein Mending Trade haben willst, aber zum Glück entscheidest du das nicht. Mending. Für 16. Ohoho. Für nur 16 Emeralds dieses Mal. So, und dieses Mal behältst du den Trade bitte. Aber er hat jetzt Erfahrung gesammelt, das heißt, eigentlich müsste er den Trade behalten. Yeah, Redstone, weil wir damit ja so viel machen können. Und mehr Diamanten. Das ist nicht schlecht. Vier. Aber eine Viererader. Das ist jetzt nicht wahr.
Da sind schon wieder die nächsten Diamanten. Vier. Also irgendwie haben wir bisher wirklich Glück mit unseren Diamanten auf diesem Seed. So, das wird auf jeden Fall wichtig, damit wir auch die Enchantments kriegen, die wir brauchen. Ich werde gucken, dass ich vielleicht am Dienstag wieder streame, aber dann werde ich wahrscheinlich Siedler streamen. Minecraft. Dann wahrscheinlich frühestens Donnerstag wieder. Aber wir sehen uns dann. Alles klar, wir sind zurück in der Hardcore-Welt. Und ich habe mir für heute auf jeden Fall mindestens zwei Sachen überlegt, die ich heute schaffen möchte. Auf der einen Seite, ich möchte es hinkriegen, dass mindestens unsere zwei Villager da drüben mehr oder weniger regelmäßig Babys machen. Denn vier, fünf Villager haben wir und das ist langfristig viel zu wenig. Das andere ist, da müssen wir nur genau gucken, wo, weil ich glaube, genau, da ist der Brunnen. Ich glaube, das passt nicht. Aber ich hätte gerne, ich habe das vorhin schon mal in der Creative World getestet, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte gerne einen Brunnen, in dem ich zwischendurch angeln kann. Und meine Überlegung war, ja, ihr auch. Meine Überlegung war, dass ich dann zwischen den Streams, wenn ich mal aus welchen Gründen auch immer ein bisschen Zeit totschlagen muss, hingehen kann. Ich kann die Welt aufmachen und einfach ein bisschen angeln. Und dabei halt auch sinnvolle Sachen bekommen, wie Zauberbücher und Namensschilder. Und ich glaube, man kann Bögen, genau, verzauberte Bögen kann man rausbekommen. Und Nautilus Shells, ich weiß gar nicht, wie sie in der deutschen Fassung heißen. Und XP, das kommt auch noch dazu. Und diese Geschichten würde ich dann allerdings nicht streamen, sondern aufnehmen. Und dann eben als Zeitraffer-Segment in den Highlights einbringen. Die Kühe werden langsam echt laut. Glaube, ich habe leider im Moment nicht mehr. Und vor allem hat das auch noch einen anderen Vorteil, wenn ich zwischendurch angeln kann, weil dadurch die anderen Sachen hier wachsen. Genau, was ich auch noch überlegt hatte, ich möchte eine Karte machen. Ich meine, wir werden noch nicht groß rumlaufen, weil das ist total nervig bei einer voll ausgesuchten Karte. Die zu füllen zu Fuß ist, dauert ewig. Würde ich nicht machen wollen. Aber dass man zumindest schon mal eine grobe Umgebung hat. Und ich habe dieses Mal extra den Shader angemacht. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, mit Shader in Hardcore-Modus zu spielen, weil es ist tückisch. Aber solange es die Framerate nicht beeinträchtigt und gut, in der Höhle würde ich es vielleicht ausmachen wegen der Helligkeit. Lass das mal gucken. Der hier ist nicht so gut platziert. Es hilft auch nicht, dass das hier total kaputt ist. Meine Überlegung wäre, dass wir das Ding dann vielleicht hier irgendwo hin machen. Ich möchte es nämlich langfristig dann mit dem Aquädukt verbinden, was die Quelle ist. Ich möchte es langfristig mit dem Aquädukt verbinden, dass es praktisch davon gespeist wird. Das Ding ist, ich habe mal nachgeguckt, was nochmal genau sein muss, damit Wasser halt, damit man da Schätze rausangeln kann. Und zwar da, wo der Schwimmer landet, müssen in alle Richtungen zwei Felder Wasser sein, also Quellblöcke wirklich. Also fließendes Wasser von oben ist schon mal ein No-Go. Und das müsste, ich glaube, ein oder zwei Blöcke. Ich habe sicherheitshalber zwei Blöcke tief gemacht. Und darüber darf halt auch nicht unbedingt was sein. Also sowas, wie wir hier haben, geht auch nicht. Also auch nicht, wenn es hier nicht ins Wasser reinragt, sondern nur drüber schwebt. Was allerdings geht, sind Lilypads. Und die wären auf jeden Fall hilfreich, damit wir auch den Schwimmer zuverlässig dahin bekommen, wo man auch Schätze angeln kann. Weil man eben darauf dann stehen kann. Ich habe auch heute noch extra ein. Also, ich habe extra ein Video gesehen, wie noch eine Sugarcane Farm, die auch ins 1.16 funktioniert sein könnte, aber es ist halt auch eine mit Pistenflugmaschinen, womit ich mich eigentlich bisher nie befasst habe. Ich weiß gerade nicht. Ich hoffe, dass man das tendenziell vielleicht, wenn, in die Spawn-Schrank setzen kann. So, und das Haus da.
Überlege gerade, kann man die zwei Häuser vielleicht verbinden? Ist das sinnvoll? Die Kiste kann man mitnehmen, wenn man dann hier die Tür wegmacht. Und das hier würde ich zumachen wollen. Die haben Smooth Sandstone, ne? So. Wenn wir dann hier zumachen, dass das praktisch nur ein Nebenzimmer ist, dann hier die Wand einreißen. Nicht so geil eigentlich. Das andere, was wir machen können, ist, dass wir hier ein Fass unterbringen könnten. Dann hätten wir nämlich auch noch einen Fischer und könnten die Fische, die ich zwischendurch dann halt farmen würde, auch noch in Emeralds umwandeln. Was natürlich die Frage ist, aber das können wir im kleinen Maßstab ja auch noch manuell machen, wäre, wie kriegt man es hin, dass wir die Baby-Villager halt da rauskriegen, ohne dass die Erwachsenen direkt mit rauslaufen. Was haben die da für einen Fußboden drin? Guten Tag, ich möchte gerne eine Umfrage durchführen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Fußboden? So, und so, und der Knopf ist nicht in einer sinnvollen Position. Blumentopf parke ich jetzt erstmal da. Ja, Beleuchtung ist auf jeden Fall auch wichtig. Wenn wir wollen, dass das hier langfristig alles sicher ist. Jetzt müssen wir gerade mal innen neu dekorieren. Da möglichst hier ein Bett. Ja, die haben ja auch ein Dach aus Slabs. Erst. So, du kannst noch, du hast deinen Handel. Glaube, für den anderen ist es gerade zu spät. Hast du gerade versucht, mir zu folgen? Gibt's ja wohl nicht. Ihr könnt es wagen, frei sein zu wollen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht mehr, was ich. Okay, das war der Hase. Ich dachte schon, was läuft da? Wollte noch ein Bett craften. Mir fällt auch auf, ich öffne gerne die gleiche Kiste dreimal in der Hoffnung, dass da was anderes drin ist. So, pass auf. Du kriegst 4. Jetzt konntet ihr euch nicht entscheiden, wer es aufheben soll oder was? So, aber ihr könnt sich das jetzt teilen. Also sie können sich gegenseitig Essen geben. Braucht ihr Privatsphäre? Okay, ist ja gut. Ich spüre, ich kann die romantische Spannung in diesem Raum spüren, okay? Auch wenn sie sich jetzt gerade nicht ansehen. Guckt euch an, wie es verlangt ihm nach ihm. Es. Okay, ist ja gut. Pass auf, ich hab noch. Ich finde, Kakteen geben keine guten Fenster ab.
So, die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesem tollen Brunnen hier? Auf brauchen. Anders, es ist ein Elferkreis. Das Innere ist ein Radius von 9. Ein Radius, ein Durchmesser von 9. Das heißt, es ist ein Radius von insgesamt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wäre es hier. Moment. Das ist 5 und dann wäre es hier. Wenn ich das aber hier mache. 3, 4, 5. Ja, dann wäre ich direkt in der Tür. Könnte natürlich den Ausgang. Ja gut, ich kann natürlich das Haus mehr oder weniger drehen. Ist schade um das Glas. Ich glaube, das Glas lasse ich erstmal so, wie es ist. Aber ich finde, das sieht auch nicht so gut aus, wenn man das so macht. Aber wenn man hier, das hier bietet sich eigentlich total an, wenn es nicht eingestürzt wäre. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, verschiebt das ganze Ding um 2. Dann hätten wir es so, so. Genau, dann hätten wir hier einen Dreier. Ja. Das kommt so hin. Die Glocke kann überall hin, nur nicht. Aber doch, ich kann sie ja vorläufig erstmal hier platzieren. Oh nein, oh nein. Wo ist er? Was ist jetzt passiert? Da war. Hä? Bin verwirrt. Wo kam der her? Was hier wichtiger sind hier noch mehr. Die spawnen ja in bis zu Vierergruppen. Das hätte unseren Run gerade beenden können. Guten Tag, wir möchten gerne die Fenster austauschen. So, aber damit sind wir eigentlich so gut wie durch. Also zumindest mit dem Bau hier. So einen Brunnen zu füllen ist ja zum Glück ziemlich easy. Der Nachteil am Shader ist jetzt, dass man nicht so gut erkennt, wo schon Querblöcke sind. Perfekt. So. In der Mitte hätte ich ja gerne schon irgendwie ein Licht, aber wir haben noch keine Seelaternen. Was wir aber haben, ist sowas hier. Und theoretisch kann natürlich jetzt sein, dass wir ein paar Versuche brauchen. Ich bin so schlau. Wo sind jetzt die? Hallo? Haben wir jetzt schon wieder den Fall von Suche den Zaun? Hä? Was ist denn jetzt hin? Ich wette, ich finde den gleich. Nachdem ich ihn nicht mehr brauche, weil ich schon Ersatz gemacht habe.
Oder ist der gegen den Kaktus gefallen? Das wäre natürlich auch möglich. So, und dann können wir jetzt die Laternen anbringen. Nice. Das funktioniert tatsächlich. Das ist Tripwire-Hooks zählen, glaube ich, als Schatz. Also, es funktioniert. Aber leider nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Weil gut, es ist eine nicht verzauberte Angel. Da kommt nicht viel bei rum und vor allem dauert es ewig. Mit einer verzauberten Angel wären unsere Chancen mehr als doppelt so gut und es würde bei weitem nicht so lange dauern. Weil die Fangzeiten einfach viel kürzer wären. So, für die Map bräuchten wir erstmal 33, wenn wir so komplett rauszoomen wollen. Auch einmal Redstone. Einmal Redstone, nicht viermal. Und vier Eisen. So. Ich weiß natürlich nicht, wie das aussehen wird mit, wie die Chunks untereinander aufgeteilt sind, also intern. Aber ich möchte jetzt auch nicht für die Map extra zum Spawn zurücklaufen. So, die müssen jetzt da auf zentriert sein. Dann zoomen wir die mal kurz raus. So, die ist jetzt 1 bei 1 zu 4. Okay, wir brauchen nochmal. Mal ein bisschen mehr. Okay, lass mal gucken. Die Richtung ist Spawn. Aber es waren ungefähr, lass nicht mich lügen, 1000 Blöcke. Also ich glaube, wir sind nicht, also wir grenzen, glaube ich, mit der Karte an den Spawn, aber es ist nicht drauf. So, das Ding ist, mehr Emeralds zu farmen bringt jetzt gerade auch nicht so viel. Weil wir eigentlich nichts haben, was wir davon kaufen könnten. Sieht es denn drüben aus? Ist vielleicht nochmal ein neuer Villager geboren worden? Ich habe so eine Befürchtung, nein, weil die irgendwie ziemlich faul in der Hinsicht sind. Ich habe in meiner anderen Hardcore-Welt irgendwie ewig versucht, die dazu zu kriegen und es klappte einfach nicht. Ich habe nie rausgefunden, woran es lag. Also in ganz seltenen Fällen passierte da mal was, aber die meiste Zeit haben sie sich einfach geweigert. Ich habe alles abgegrast, was an möglichen Gründen sein könnte. Man könnte natürlich mal das hier gerade, das geht gar nicht. Und ich glaube, die Wege werden wir langfristig auch austauschen. Und zwar gegen farbigen Beton. Also gegen farbiges Betonpulver, so rum. Eben mit der Farbe, die halt in dessen Weg halt in diese Richtung führen wird. Welches auch immer das sein wird. Also wahrscheinlich entweder rot, blau, grün oder gelb. Jetzt, wo gerade hier so schön die Minecraft-Musik läuft, ich bin ja echt am Überlegen, ob ich externe Musik reinmache. Würde vermutlich auf Monster Cat hinauslaufen. Aber dann muss ich halt in Minecraft die Musik ausmachen, weil sonst hast du zwei verschiedene Tracks, die übereinander spielen. Andererseits hat Minecraft halt auch schon schöne Musik, aber sie ist halt nicht so präsent die meiste Zeit.
Und ich glaube, Pegstab ist sogar echt gefährlich, das zu benutzen. Also man kann dafür, glaube ich, also ich weiß nicht, ob man dafür geclaimed wird, aber zumindest, ich glaube, Wards werden gemutet, wenn Pegstab läuft. Und ich glaube, es kann, man kriegt, glaube ich, dafür auch Content-ID-Claims, die mich jetzt nicht so sehr betreffen, aber die man schon vermeiden sollte, wenn man halt keinen Anlass besteht, so einen Lead reinzunehmen. Weil bei zwei der letzten Siedler-Videos, die ich gemacht habe, waren zwar auch, habe ich zwar auch Content-ID-Treffer, weil ich, gecopyrightete Musik genutzt habe, aber da ging ich auch davon aus, dass das passieren würde. Aber ich glaube, heute erreichen wir nicht mehr wirklich viel auf dieser Welt. Ich glaube, ich muss echt mal ein, zwei Phishing-Sessions einplanen, wo man und nebenbei halt auch mal die Tiere füttern und Weizen farmen kann. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich überlege gerade, ob wir im Stream noch ein anderes Spiel dranhängen. Und ich gucke mal, dass ich da drüben ein paar Sessions einplane. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.